Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Modpack, Minecraft Modpack Projekt Pangobas, einem vom Modpack Minecolonies Dimensional Adventure, genau, ja, inspirierten Let's Play. Also wir spielen das Let's Play und ja, diesen coolen Mod Minecolonies möchte ich gerne mal intensiv spielen. Ich möchte mit euch ein paar Städte bauen und natürlich wirklich wunderschön bauen. Zum Beispiel mit Chisel and Bits und noch anderen. Malicious Doors und alles Mögliche ist, glaube ich, drin. Wenn gleich alles schauen, noch ladet es. So, wir sind in einem neuen Biom scheinbar. Und jetzt muss ich auch den Namen wieder wissen. Biome Supplenty, glaube ich, oder so. Jo, schauen wir mal. Wir sind hier auf einem Baum. Wir spawnen also direkt auf einem Baum. Das ist ein Blütenwald. Wie heißt der Wald? Biome Supplenty Old Growth Woodland. Okay. Direkt eine Stadt bauen. Ah, genau, ich habe die Kiste angemacht, damit wir ein bisschen mehr Loot am Anfang haben. So. Weil es ist auch ein bisschen schwieriger. Es kommen so rare Mobs und so Sachen. Jo, alle Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich poste es auch mal in die Kommentare für die Handynutzer, die scheinbar keine Videobeschreibung haben. Oder ich finde sie einfach nicht. So, also hier hätten wir Insel, aber dachte, es wäre ein cooler Platz zum jo, beginnen, eine Base beginnen. Aber nein. Also ich habe immer wieder ein paar Livestreams gesehen. Also mehr Livestreams gab es ja schon von diesem Mod, also meinen Colonies. Und meistens waren es Standard, also es waren einfach jo, so Mob-Hacks, also nein, Strukturen, also wie sie aussehen und so. Wie normal mittelalterlich, und ich möchte die nutzen, die jetzt wirklich kaum jemand nutzt. Also einfach diese Kulturen bzw. genau, Half-Steps gibt es auch. Cool. Ja, ich habe vor einiger Zeit auch mal gelivestreamt. War nicht ganz so erfolgreich. Mir hat es einfach nicht so gefallen, wie die Welt aufgebaut ist. Palme haben wir. Oh, da haben wir ein dunkles Biom. Wollen wir in der Nähe vom dunklen Biom? Dunkler Boden, das ist, glaube ich, Matsch oder so etwas. Ja, machen wir das irgendwo hier am See, die Base. Wenn wir irgendwo genug Land haben. Das ist ein Spinnenbaum, ich weiß nicht genau. Ist hier ein Spinnenspawner irgendwo? Es gab mal einen Mod, der irgendwie Spinnenspawner irgendwie hingesetzt hat. Fangcraft oder so. Okay, wir haben schon das Beste. Ich bin froh, dass ich wenigstens ganz schnell Eisen finde. Weil sobald es Nacht wird oder wir einfach in eine Höhle gehen, diese Monster sind manchmal so übertrieben stark. So, ja, dann machen wir mal uns an die Arbeit. Ich glaube, das ist Salz oder so, das brauchen wir nicht. So, das reicht. Ja, und dieses, dieser Physik-Mod ist noch drin, genau. So. Genau, ich habe Copyright-Probleme gehabt. Das ist das Schlimmste am Livestream gewesen. Da die Musik, die ihr sonst drin habt, einfach Copyright-geschützt ist. Und das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, wieso das Modpack-Entwickler unbedingt drin haben müssen, aber scheinbar ist es ja sehr wichtig. So, und für Livestream halt nicht. Ich könnte ein bisschen Kohle zuerst machen. So. Könnten mal ein großer Baum. Hier unten könnte eigentlich auch ein Ding sein. Ein Stollen, Minenstollen. Ich will jetzt einfach ein bisschen Holz noch nehmen. Geht so schnell. Dieser Mod ist ja mega OP. Also das ist Zinn. Ob das Weiße da ist, das nicht Salz. Das ist alles Zink. Ah, Aluminium ist das, okay. Das weiß ich. Jo, es gibt ein paar neue Erze natürlich.
Es gibt hier auch Dens, also es gibt Erze, die dicht sind und die geben, glaube ich, 3 unter 4, je nachdem, was es ist. Ja, jetzt haben wir ja Kohle. So, was haben wir hier vor? Ist not fully replenished. Ah. Okay, unser Leben ist um 1 gestiegen. Jetzt haben wir ein oranges Herz. Das heißt, sozusagen, dass wir. Hey, das geht gar nicht, das Herz. Das ist so blöd. Okay, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Manche Sachen sind ein bisschen anders. Komisch und so Sachen. Zum Beispiel hier der Sand und Seesterne. Sandwellen. Das ist so Dünensand. Es gibt zwei verschiedene Tannen. Tannenpalme, meine ich. Ich nehme mal die normale Palme, also die normale, das ist einfach Tropicraft. Da gehen wir sicher auch bald mal noch hin. Dort könnte man eventuell auch gut eine Stadt gründen, wenn man das kann. Ich weiß es nicht. Aber hier habe ich jetzt keinen. Kann ich aus den Kokosnest in diesen Palmen machen? Palmensetzlinge? Da haben wir leider irgendwie nichts rausbekommen. Könnt ihr noch bitte runterkommen, ihr Setzlinge noch? Aus den Blättern. Da drüben ist irgendwas. Okay. Ein Turm. Dieser Mod, der mit den goldenen Truhen, wo ihr ganz am Anfang gesehen habt, der ist ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie man die Kisten öffnen kann, ohne dass sie einfach losgehen, weil sie haben kein TNT unten, die explodieren einfach nach einiger Zeit. Und das relativ schnell. Also eventuell muss man rauslooten und dann abhauen. Und da bin ich halt nicht so gut. Ich muss die Items auch zuerst kennenlernen, die meistens drin sind. Sind ganz komische Items manchmal drin. Also schade, dass man von dem keine Palmen-Setzlinge bekommt. Möchte aber unbedingt einen haben. Kokosnüsse eigentlich cool finde. Oh. Schade. Okay. Egal. So, also wir wollen ja ein bisschen vorwärts machen. Wir wollen so schnell wie möglich eine Stadt gründen. Jo, das ist natürlich das Highlight. Da schaue ich und ich werde die Farming Parts dann einfach weg. Ja, einfach zwischen den Parts machen. Okay, es gibt Libellen. Das heißt, ja, man wird immer wieder vergiftet in der Nacht. Die werden irgendwie in der Nacht aggressiv. Okay, das ist ein geiles Biom. Das ist Mahagoni. Genau. Ich tue jetzt mal nicht so viel Kohle einsammeln. Okay. Wir müssen irgendwo in eine Höhle gehen jetzt. Also wir haben genug Holzkohle für den Ofen. Wir haben zu wenig Stein. Wir schauen mal, ob irgendwo hier noch Stein ist. Was ist denn das? Shale, okay. Das ist, glaube ich, Schlick. Kann das sein, dass es das irgendwie ein ähnliches Schlick ist? Aluminium haben wir keinen. Eisen mehr. Nur eine einzige Fläche. Okay, schade. Delfine und Öl. Könnte Öl sein. Ja, wenn ihr Skyrim kennt, kennt ihr ja diesen einen Radar da oben. Und der zeigt einfach an, in welche Richtung Monster sind und ja, ob sie irgendwie besonders sind. Also ein Eisen habe ich noch. Das heißt, wir haben eine Eisenspitzhacke gleich. Und hier haben wir Dens. Nein, nur 10. Aber von einem anderen Mod noch mal 10. Gut. Also das haben wir auch schon. Hier haben wir noch andere Kokosnüsse. Dann hole ich mir noch einen Baum. Dann haben wir wahrscheinlich die Holzaxt dann kaputt. Genau, und es gibt so ein Leveling-System. Ich muss jetzt gerade nochmals ja, schauen, welcher Knopf. Also Q ist wahrscheinlich Backpack. Das ist die eine Map. Tab, okay. Ich habe es auf Tab gemacht, aber bei euch ist es wahrscheinlich Ding. Also wenn wir hier leveln, also diese XP-Kugeln einsammeln,
bekomme hier da Punkte und ich möchte eigentlich in Magie, Intelligenz gehen. Die zwei. Und wahrscheinlich Vitalität. Ich will ein Magier sein, weil Magier gibt es halt im Hauptspiel nicht. Und ich habe wirklich fast noch keinen Magier-Mod intensiv gespielt. Ich will da unbedingt schauen. Jo, was dann möglich ist, das Magier. Ich kann denken, dass man an sich reskillen kann und dann werde ich natürlich noch andere ausprobieren oder wenn wir genügend Punkte dann irgendwann haben, können wir auch zum Beispiel Bogenschütze noch nehmen. So, also wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Da ist irgendwie so ein japanisches Vieh. Das ist jetzt ein Waschbär, Tanuki oder wie die heißen. Aber was man jetzt daraus machen kann, wahrscheinlich ist es ein Trainer und wir müssen zuerst einen Katana finden oder so. Aber jetzt können wir noch nichts machen. Und wenn man sie töten will, ja. Also ich möchte unbedingt hier irgendwo leben. Sieht so geil aus. Also ich mache mal Punkt. Ja. Licht. Und jetzt gehen wir noch in den Wald. Und wir haben gar keine. Kein Dorf, nix. Das ist übrigens der erste. Und das ist genau die Map. Da habe ich einfach nichts gefunden. Doch einen Menschen habe ich gefunden, oder was es ist. Ja, ich glaube, das ist ein Woodland-Menschen. Habe nichts gefunden. Hier unten habe ich dann niedergelassen und oh. Also das Modpack. Ja, sagen wir mal so, der Start in das Spiel ist manchmal ein bisschen schwierig, also mit diesem Modpack. Weil ihr habt einfach manchmal nicht die richtigen Sachen in der Nähe. Was ist das? Also, das ist Kakao, aber in einer neuen Textur. Nehme ich natürlich noch mit. Genau, das ist Cinnamon auf Englisch, aber Zimt auf Deutsch. Okay, der ganze Baum geht kaputt. So, da ist nochmal so ein Löwenvieh. Okay, Zimt habe ich auch. Das sind die Statuen, die vor den Tempeln manchmal sind. Okay, ein Creeper. Creeper werde ich jetzt noch nicht angreifen. Die sind ein bisschen stärker, müsst ihr wissen. Okay, ein bisschen Melone. Eine Melone. Hier ist ein Zombie, der aber Fragezeichen hat. Da ist nochmal so ein Creeper. Ich gehe, glaube ich, ein bisschen hoch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt so viele Monster schon haben im ersten Part. So. Sollen wir hier nochmals. Okay, das ist ein Creeper, der blumig ist, den tue ich jetzt noch nicht so treffen. Hier haben wir neue Steine. Okrum, okay. Leider kann man mit diesen Meteoriten am Anfang nichts machen. Wieso sind die überall Creeper? Was ist eigentlich das hier? Fisch. Der hat nur den Abelbalken oben größer und so gehabt. So. Also noch muss ich noch ein bisschen herumlaufen, weil wir auch jetzt gerade im Nacht haben. Aber im zweiten Part werden wir jetzt sicher irgendwo eine niederlassen können. Okay, ein Creeper und eine giftige Libelle. So, da wird er nicht hinkommen. Aber die Libellen. Gut kann man die auch. Okay, irgendwo ist. Bogenschütze da unten im Wasser. Ich möchte eigentlich noch zu diesem Baum hier. Genau hier. Ah, Birnen. Jetzt haben wir viel zu viele Sachen. Ich tue eine Spitzhacke mal wegwerfen. So. Und jo, die Creeper sind sehr aggressiv. Müsst ihr wissen, das ist ein Ding. Ach, wie heißen sie? Feigen. Nein, Pflaumen. Okay.
Hier ist auch noch eine Orange. Ich will die einfach jetzt noch kurz sammeln. Ja, es geht eigentlich nicht mehr. Was ist das hier? Ist ein goldener Baum und hier sind noch weiße Lichter vorne dran. Was ist denn das Litschi? Nein, Litschi sind rot außen. Ah, ein Turm. Ja, leider ist da auch eine Kiste drin, die sich in die Luft springt. Also 10 Akazien. Also eigentlich brauche ich Eichenstamm. Momentan am wenigsten. Oder kommt Palmlock? Dacht. Jetzt momentan noch keine. Ich esse mal Birnen dann. Oder Melone. Also einen Zimtsetzling habe ich, aber einen Tropensetzling habe ich nicht. So, dann haben wir noch eine Orange. Zwei Orangen. Das ist gut, dass hier so viele Bäume wachsen. Dann hat man genug Essen. So. Jo. Ich kann den Park noch genug lange machen. Ich glaube, einer von diesen waren ja... Ich komme da unten nicht ran. Ja, fällt leider. Nein. Wo ist ein Creeper? Da ist der Creeper. So, jetzt haben wir ein bisschen Ding. Ja, die kann ich jetzt noch nicht mitnehmen. Also Creeper sind halt einfach wegen diesem Mordpack noch ein bisschen explosiver. Ein bisschen zäher. So, ich habe 2 Pflaumen, das reicht. 2 Orangen. Also ich gehe jetzt mal weiter. Jetzt nämlich so. Was ist da unten? Was ist das? Hohe Giftspinne. Und ein Creeper. Okay, jetzt sind es langsam ein bisschen zu viele Monster. Das ist ja eine mega Giftspinne. Die sind immer noch unter dem Baum. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. Also der Start ist auch nicht so gut verlaufen. Aber jetzt sind die Monster weg, okay. Ich glaube, ich muss langsam etwas essen. Okay, den besiege ich hier. Das ist ein kleiner Zombie. Oh, der hat ganz viele Verstärkungen. Der hat einen Diamant. Nein, der hat irgendwas anderes. Wenn der uns trifft, dann sind wir tot. Der hat einen Rucksack. Der hat einen Rucksack. Was ist das? Wie viel Leben hat? Okay, ich kann den Rucksack leider nicht holen. Ich werde sterben, wenn ich nicht... Ja. Ich muss leider hier weg. Das sind so OP-Monster. Die töten mich so schnell und... Hä? Der hat viel mehr Sichtweite. Oh Gott, wir werden alle sterben. Okay, ich glaube, ich bleibe jetzt hier irgendwo. Kurz. Das ist das Gute. Im Wasser kann man sich halt einfach ein Monster rein. Was ist denn das? Ist das ein Gorilla? Ist das ein schwarzer Creeper? Das ist ein dicker Enderman. Was ist das? Die machen mir alle Angst. Emendra. Das ist Epic Samurai. Okay, leider, ja. Aber ich habe Angst. Gut, jetzt müssen wir uns nochmals auf die Map dann. Okay, eine Unterwasserlibelle. Aber dafür haben wir wieder ein Leben. Was ist das? Irgendwas hat hier geklickt. Kennt ihr diese Klicker aus, jetzt weiß ich das Spiel nicht. Okay, wir haben noch nicht genügend XP. Genau. Ich kann den Namen nicht sagen. Ihr wisst wahrscheinlich, welches Spiel ich meine. Mit dem Mädchen und dem alten Herr. So. Oh. Nicht Death Stranding, das andere Game. Das, ja, ist halt schon lange her. So.
Spiele, die ich nicht spiele, nur manchmal schaue, da bin ich jetzt nicht gerade so der Allwissende. Ich glaube, ich sterbe jetzt dann gleich, wenn ich nicht aufpasse. So, es ist Tag. Gut, jetzt schauen wir gleich noch auf die Map, solange nichts in der Nähe ist. Ein Zombie kommt noch. Also zum Magierturm hoch bringt es jetzt noch nichts. Oh, hier ist Moos. Gut. Dann ist wenigstens kein Moos über den Part. Also hier ist. Ah, so eine fliegende Festung. Na, das ist das alte. Ach man, die Minimap mag ich überhaupt nicht. So, jetzt. Also. Wir sind hier. Ganz dunkel. Ist es die Minimap eigentlich so hell? So dunkel. Okay. Wir könnten zum Beispiel. Ist da auch ein Magierturm? Wir gehen einfach mal so ein bisschen rechts über den Rand. Wir gehen hier hin. Wir gehen mal in die Richtung. Wir sind leider voll, wir haben keine Zwischenbase, also wir. Ja, sollten vielleicht eine machen. Kürbis. Kürbis würde ich noch gerne mitnehmen. Na komm. Irgendwas finden wir schon zum Rauswerfen. So, wir könnten Akazienholzbretter mal wegnehmen. So. Haben wir nochmals. Hier ist ein Wüstenturm, der gar nicht passt. Nur nicht angreifen. Dankeschön. Ja, der Physikmod, er tut mich ein bisschen irritieren mit diesen vielen Bodeneffekten beim Rutschen und so weiter. Da dachte ich schon, er macht irgendwas oder er sammelt irgendwas ein. So, okay, wir haben ein Dorf gefunden. Endlich. Wow. Hier würde ich gerne auch leben für den Anfang. Genau hier. Weil hier haben wir flach, also wir können das Wasser gut nutzen und so. Also dann machen wir doch mal zum Beispiel. Machen wir doch hier die Base. Bin ich froh, wenigstens ein Dorf gefunden zu haben. Das ist ja manchmal schon echt mühsam. So, wenn man so viele Sachen hat im Modpack und die Mods nehmen irgendwelche Sachen dann einfach weg. Oder die Chance weg, irgendetwas zu bekommen. Aber ja, die Modder wollen halt da auch extrem viele Sachen. Geht Palme. Nö. Können ja auch nicht brennen. Ja gut, also hier haben wir wenigstens Orangen und Hühner. Es gibt unterschiedliche Tiere, also Gockel. Je nachdem, wie man, wo man aufwächst oder irgendwie anders. Oder einfach Hahn. So, ich möchte gerne den Gockel eigentlich haben. Oder eher der Hahn, das ist allgemeiner. Und ich möchte eigentlich eine Hacke machen. Und dann schon mal die ersten Setzlinge anpflanzen. Zwiebeln, wir essen Zwiebeln. Jo. Da und Melonen. Haben wir. Wir haben Palmen. Geht. Kokosnuss. Nicht Kakao, meine ich. Geht nicht. Also dann pflanzen wir mal noch die Bäume an. Das ist sehr wichtig. Also, nicht so weit noch die Richtung. So. Jo, dann sorgen wir uns Essen, damit wir meinen können und vielleicht finden wir auch noch etwas. Salz, wir haben Salz. Also sollen wir Zwiebeln. Dann haben wir.
haben wir noch Kürbis, das soll ja in eine Richtung wachsen. Und jo. In die Richtung auch. Jetzt brauchen wir einfach noch mehr Setzlinge, sonst wachsen die da einfach mitten rein. Das ist auch cool. Das ist wahrscheinlich auch der Physik-Mod, der einfach die Gräser auf die Seite werfen tut. Richtig geil. Also wir lassen das Salz sicher mal noch hier. So. Was haben wir hier noch? Industriehanf. Dieser Hanf. Und hier ist einfach ein Loch. Haben wir Erde? Loch bleibt Loch. Industriehanf. Kürbiskerne brauchen wir nicht mehr. Ich möchte eigentlich Kokosnuss. Da brauchen wir wahrscheinlich den Zimtbaum eher dafür. Ne, Kohle nehme ich mit natürlich. So. Jo, jetzt gehen wir noch kurz in. Ja, gehen wir noch kurz dort ins Dorf. Nicht vergessen. Sehr wichtig. Haus 1. So, eine schöne Gegend. Es gibt ein paar Bäume, die einzigartig sind. So Kirschblütenbäume, die sind immer noch drin. Also die werden wahrscheinlich auch nicht herausgenommen. Aber das ist ja 1.20, deshalb ist es wahrscheinlich Vanille. Aber so die Bäume hier, die sehen richtig cool aus. Was sind denn das? Ein Bock. Okay, ist für einen Transportmod. Jo, das sind einfach irgendwelche Hirsche. Ah, und hier ist noch ein Baum. Das ist wie der Dense Ore, also der dichte Erzzeugs. Also einfach mehr drin und es ist ein bisschen OP. Es kommt so viel Holz raus. Entweder ist es so gewollt oder es ist einfach sehr buggy. Aber es kommen ungefähr so 6, 7 Stacks Holzbretter raus dann. So, wo haben wir den Eingang hier hin? Was ist das? Eine Holzlagerkiste. Kupferbahn. Okay, ich lass mal die meisten Sachen drin. Aber ein Bett brauchen wir mit Grafikfehler. Okay, beim Abbauen. Tomate. Kann man hier kurz rein? Ich will Tomate mitnehmen. So, da oben haben wir ein bestimmtes Haus. Und hier ist nichts. Okay, ja, sagen wir mal nichts. Home Sweet Home. Jo, kann ich jetzt noch nichts sagen. Wir müssen das alles ein bisschen rausfinden, oder es gibt vielleicht Leute, die, jo, Ahnung haben, nicht so wie der Drago. Ich muss alles kennenlernen. Cool. Weil ich natürlich nicht der bin, der immer nur Let's Plays schaut, sondern auch selber irgendwie, jo, natürlich Let's Player bin und ja, die Sachen eigentlich ja entdecken will. Aber ja, es ist schwer zu sagen, oder? Ich habe einfach keine Zeit, um mir andere Let's Plays zu schauen. Das ist der Hauptgrund. Und weil ich ja noch Sportler bin, habe ich, tue ich die Zeit dann eher verwenden, um Sport zu machen. Für meine Gesundheit. Genau. Dass ich irgendwie etwas lernen könnte. Muss ich es einfach selber rausfinden? Was ist denn das? Ein Breach-Game. Okay, das sind einfach so die Games, die zum Beispiel in Diablo gibt. So, die irgendwas verstärken. Was ist das hier? Melone. Wahrscheinlich alles Melone. Okay, hier ist der Handel. Waffenschmied. Leeres Gehäuse. Okay, Erzblöcke. Einfach so Erz. Alles nötig. Okay, ein schönes Dorf, alles neu.
Immer eine Schaukel. Aber es ist so viel neu, auch wenn ich schon ein bisschen im Livestream gespielt habe. Der Livestream gibt es nur auf Twitch, weil er eben sonst auf YouTube einen Strike gibt. Vielleicht, eventuell. Ingenieursblaupause. Okay. Robustes Gewebe. Ich glaube, so mit diesen Mods mache ich dann, wenn ich einfach ein bisschen dran arbeiten will. Geil. Ist hier oben auch eine Kiste oder so? Da innen ist eine Kiste. Okay. Müssen wir nur. Weiß ich wohl. Ein Webstuhl. Okay. Ich glaube, der lässt sich. Ja, nur mit einer Axt gut abbauen. Ich lasse den noch so. Eins. Machen wir noch Sabane. So, und ich tue jetzt mal. Oh, welches ist unser Spawn? Mann, das tut sich alles von Welt zu Welt übertragen. Das ist nicht gut. Wird Haus vielleicht. Also wahrscheinlich ist der nächste Spawn unser. Ich muss das noch überprüfen. Das ist ja auf jeden Fall unser Spawn. Die anderen sind ja aus, ja. Okay. Löschen. Löschen. Gut, dann haben wir wenigstens zwei. Puh, was sind denn das für Items? Also mehr Verwirrung noch. Das Markt für Brot. Du willst nicht? Du bist arbeitslos. Oh, okay. Unendlichkeitsbogen. Oh, ich brauche drei Smaragde. Bitte gebt mir drei Smaragde. Ich habe einen Unendlichkeitsbogen direkt am Anfang. Also da, das ist jetzt nicht so, man muss einen Gegner töten, damit man die bekommt, sondern man muss die Items haben scheinbar. Okay, wie kriege ich Smaragde? Boah, diese Sachen, die man immer bekommt. Wie kann ich jetzt schnell Smaragde bekommen? Hier sind auch noch Bounty Boards. Nicht viel. Schmiedentisch. Glaube, hier sind wir wieder am Anfang. Ja. Okay, auf einer Seite gut. Ja, es gibt wirklich kein Essen. Muss unbedingt mehr Weizen haben und dann mal craften. Ja, und ja, die baue ich jetzt nicht ab. Melone. Was machst du hier oben? Gib mir doch mal Smaragde. Vielleicht will ja irgendwie ein Bauer Weizen für uns. Vielleicht der da. Du hast so ein komisches. Ah, oh, wieso bist du jetzt nicht erreichbar? Ich glaube, das ist der gleiche wie vorher. Okay, es ist jetzt gerade ein bisschen blöde, dass wir den Unendlichkeitsbogen nicht kaufen können. Wäre auch OP. Da oben ist sicher auch eine Sprengstoffkiste. Schade. Oh, Kaktus? Ja, nehme ich mit. Okay, coole Sachen. Geil. Also, mir gefallen die. Oh Gott, wir werden alle sterben. Oh ja, Herzteile. Okay, wenigstens Äpfel. Und hier, ja, aber ich nehme nichts, also vielleicht die Goldschuhe noch, aber. Nehme ich mal nicht mit. Ich bin sehr dunkel. Ich bin sehr dunkel.
Kondensiertes Blut. Ah, schade, kein Backpack. Ich dachte schon ein Backpack. Aber die Armbrust, die muss ich mitnehmen. Also ich glaube, die Mining-Spitzhacke. Ja, okay. Nehme ich auch mit. Origin of Darkness, das tönt doch gut. So. Das brauchen wir denn nicht. Zwei von diesen. Ein Herzcontainer sogar. Also wir haben jetzt ein oranges Herz. Fünf gibt es sogar. Und wenn ich hier nochmals nehme, was wir haben. Okay. Also wir gehen jetzt gleich dann wieder zurück. Der Part ist eigentlich vorüber. Kohleblock muss ich jetzt auch nicht mitnehmen. Ja, vielleicht noch kurz in die Mühlen. Da ist sicher was unter den. Was einfach random manchmal herumliegt. Was ist das für ein Kern? Flachs brauchen wir. Irgendwas noch zum Wegwerfen, Steinschwert? Das ist ein Melonenkern. Jo. Gut, aber langsam wieder Part. Lange. Jo. Gut, dann kehren wir dann den nächsten Part wieder zurück. So, gehen hier aufs Dock am besten. Also cool, eine tolle Welt, viele neue Sachen, wie zum Beispiel auch Blumen oder Sprossen, Wirbelzweige, ja. Und es macht mega Spaß, ich hoffe euch auch. Jo, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwas beizutragen habt, wollt. Ihr dürft eben sehr viel beitragen. Ich bin natürlich eben so ziemlich neu. Das Modpack hat sich stark wieder verändert in 1.20. Und jo, wir müssen das vielleicht auch gemeinsam ein bisschen herausfinden. Gut, ich habe unten den Modpack-Link. Ihr könnt das Modpack schon mal anschauen. Und jo, wünsche euch auch viel Spaß beim Spielen, beim Sachen herausfinden. Und ja, ich werde tolle Sachen machen, bauen und bisschen Rundenspiel sicher auch machen mit NPCs. Genau. Alles dann in den nächsten Parts. Tschüss. Schreibt in die Playlist und tschüss.